Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Entdeckertour zum diesjährigen Tag der kleinen Forscher. Wir sind von der Stiftung Haus der kleinen Forscher. Ich bin Svenja. Und ich bin Laurenz. Und wir haben uns im letzten Video schon angeschaut, wo alles Wasser herkommt, von der Quelle. Nun schauen wir uns die Umwege an, die das Wasser nimmt, über den Flussverlauf, bis es schließlich im Meer gelangt. Und Deutschland ist ein wasserreiches Land, hat insgesamt mehr als 30 Flüsse mit je mehr als 200 Kilometer Flussverlauf. Ihr könntet euch dazu zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern eine Deutschlandkarte anschauen und sehen, wie die Flüsse verbunden sind. Und vielleicht haben die Kinder auch eine Idee, an welchem Fließgewässer sie gerne wohnen würden. Die Fließgewässer und die Flussverläufe werden ganz unterschiedlich genutzt, zum Beispiel zur Energiegewinnung, aber auch zum Transport. Wir haben da mal was vorbereitet, eine Praxisidee, die vielleicht etwas anspruchsvoller ist. Ihr findet sie unterm Video. Diese Praxisidee heißt Eiswagen am Fluss. Dabei gehen wir der Frage nach, wie kann man die Eiswagen so platzieren, dass alle möglichst schnell zu ihrer Erfrischung kommen. Dazu kann man entweder diese Eiswagen ausschneiden oder kleine Spielfiguren verwenden. Ich würde sagen, los geht's! Alle unsere Eiswagen am Fluss richtig positioniert. Deswegen können wir uns jetzt ein leckeres Wassereis schmecken lassen. Danach schauen wir uns hier nochmal um, wo wir noch spannende Sachen mit Wasser entdecken können. Wir haben uns hier in der Umgebung nochmal umgeschaut und haben einen guten Ort gefunden, euch eine weitere Forscheridee zu präsentieren. Und zwar geht es darum, wie Wasser eigentlich in Höhen transportiert wird. Dazu nutzen Menschen oft Pumpen. Durch Pumpen kann Wasser bis in hohe Gebäude transportiert werden und man kann selbst in einem Hochhaus Wasser verwenden. Wir haben uns jetzt mal umgeschaut, was wir so finden konnten und haben zum Beispiel Sprühflaschen oder eine Spritze gefunden. Und wir werden jetzt mal ausprobieren, welche von diesen das Wasser am höchsten spritzt. Dafür werden wir das hier an der Wand hochspritzen. 3, 2, 1. Alternativ kann man das auch nicht in die Höhe, sondern in die Weite ausprobieren. Und das machen wir jetzt mal. 3, 2, 1. Wir wollen unseren Spannungsmoment mit Wasser jetzt festhalten. Und laden auch euch dazu ein, bei der Instagram-Aktion Zeigt, was Wasser kann, mitzumachen. Schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und seht, was unter dem Hashtag Tag der kleinen Forscher schon für coole Wassermomente geteilt wurden. Abschließend möchten wir hier noch auf ein Thema aufmerksam machen, welches unserer Stiftung besonders wichtig ist: Nachhaltigkeit. Das Thema des diesjährigen Tag der kleinen Forscher, Wasser, zielt auf verschiedene der sogenannten SDGs, der Weltnachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, ein. Besonders im Fokus steht das Ziel Nummer 6, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Für viele Menschen in Deutschland ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser selbstverständlich. Doch nicht überall auf der Welt ist das so. In der Vorlesegeschichte Das Leben in der Wüste wird ganz anschaulich aus der Sicht eines Kindes beschrieben, wie es ist, am Tag nicht genügend Trinkwasser zur Verfügung zu haben und eben nicht gesichert darauf zurückgreifen zu können. Diese Vorlesegeschichte findet ihr unter dem Video, genauso wie alle anderen Informationen, die wir in dem Video erwähnt haben. In dem nächsten Video nehmen wir euch weiter mit auf die Reise des Wassers. Und dann landen wir im Meer. Bis dahin, bleibt neugierig!